Russland feiert und wird trotzdem immer reicher. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Eine der wohl wichtigsten Aufgaben, die Präsident Putin nach seinem ersten Amtsantritt in Angriff nahm, war nicht die Reformierung der Armee, sondern die Reformierung der Finanzen. Er wusste, was dem Land bevorstand. Und solide Finanzen garantieren die wachsende Souveränität Russlands, ungeachtet aller Sanktionen. Russland hat am Jahresanfang gefeiert. Vom 1. bis zum 10. Januar tat sich gar nichts. Nichts Außergewöhnliches, denn in jedem Jahr ist dieser Zeitraum arbeitsfrei. In diesem Jahr wurde vom 1. bis 11. Mai nochmals gefeiert. Man verband den Feiertag des 1. Mai, Tag der Arbeit, mit dem Tag des Sieges am 9. Mai. Eine fantastisch lange Zeit für einen vollwertigen Urlaub. Manche nutzten diesen Zeitraum allerdings auch für schnöde Gartenarbeit auf der Datscha. Die russischen Medien nutzten diesen Zeitraum, um mal wieder ein wenig über den wachsenden Reichtum des Landes zu berichten. Sie zeigten Fakten, die es eigentlich so nicht geben dürfte, wenn man den Informationen westlicher Medien Glauben schenkt. Und es entsteht der Eindruck, dass je mehr die Russen feiern, umso reicher werden sie. Неси. Nach den Vorstellungen der westlichen Demokratien müsste das russische Volk hungern, die Armee kurz vor der Kapitulation stehen und Putin, ja, Putin ist schon lange nicht mehr Putin, denn im Lande gibt es zig Doppel- und Dreifachgänger, die den schon längst Verstorbenen, zumindest aber todsterbenskranken russischen Diktator bei offiziellen Anlässen vertreten. Wir wissen nicht, welcher der Doppelgänger den russischen Präsidenten Putin am 9. Mai während der Militärparade vertreten und die Gedenkrede verlesen hat. Aber wir wissen seit dem 9. Mai 10 Uhr, dass Russlands Armee auf genauso festen Füßen steht wie die russischen Finanzen. Ruhm dem Siegervolk. Ihnen allen einen angenehmen Feiertag. Alles Gute zum Tag des großen Sieges. Hurra! Russland verfügt über den Fonds des nationalen Wohlstandes. Dieser bildet sich aus den Mehreinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft. Im russischen Haushalt wird jedes Jahr bei der Budgetplanung von einem Grundpreis ausgegangen, den man für den Verkauf eines Liters oder eines Barrels erzielt. Entwickelt sich der Preis darüber hinaus, fließt dieser Mehrerlös in diesen Fonds. Bestimmt ist dieser Fonds für die Stützung des Rentenfonds und sonstiger Sozialleistungen. Erinnern wir uns an die Corona-Krise und die vielen finanziellen Hilfsleistungen der letzten 12 Monate, so ist die Entwicklung dieses Fonds doch recht bemerkenswert. Bei den internationalen Reserven sieht es nicht so gut aus. Hier gibt es einen Rückgang. Ende 2020 verfügte Russland noch über 596 Milliarden US-Dollar. Ende April hat sich diese Summe auf 573 Milliarden US-Dollar, also um 23 Milliarden US-Dollar, verringert. Anlass zur Sorge dürfte dies aber wohl kaum sein.
Internationale Reserven der Russischen Föderation sind zur Erklärung hochliquide internationale Aktiva, auf die die russische Zentralbank und die russische Regierung direkten Zugriff haben. Die internationalen Reserven werden definiert auf der Grundlage von Termini und Festlegungen des Internationalen Währungsfonds, also nicht der Russischen Föderation. Die internationalen Reserven bestehen aus internationaler Valuta, also nicht aus Rubeln. Sonderrechten an Schuldverschreibungen gehören auch dazu und Reservepositionen im Internationalen Währungsfonds sowie aus geldwertem Gold. Nun, das hört sich alles recht solide an, insbesondere wenn man dieser Summe noch die Summe der russischen Auslandsverschuldung gegenüberstellt, die sich Ende April auf rund 56 Milliarden US-Dollar belief. Die russischen internationalen Reserven sind also rund 10-mal so hoch wie die russische Auslandsverschuldung. Werfen Sie bitte einen Blick auf das Jahr 2000 in der Grafik. Das Jahr mit der höchsten Auslandsverschuldung. Die Geldgeber der westlichen Wertegemeinde versuchten auf diese Weise, wie üblich, ein Land in die Verschuldung zu treiben, um dann umso leichteres Spiel zu haben. Das Jahr 2000 ist aber nicht nur das Jahr mit der höchsten Auslandsverschuldung Russlands in seiner Geschichte, sondern auch das Jahr des Rücktritts von Boris Jelzin und das Jahr des Beginns der Amtszeit von Präsident Putin, der den Prozess des Ausverkaufs des Landes ein Ende bereitete. Где деньги? Ну, известно где. В офшорах. Natürlich muss auch über Altschulden gesprochen werden. Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion hat sich verpflichtet, die Altschulden der Sowjetunion zu übernehmen und zu begleichen. Ein nettes Abschiedsgeschenk an die ehemaligen Sowjetrepubliken, die einerseits von den Auslandsschulden profitierten, als die Sowjetunion noch existierte, nun aber über Nacht schuldenfrei wurden. Dankbarkeit zeigte niemand von ihnen. Und so übernahm Russland 140 Milliarden US-Dollar Schulden und zahlte diese jedes Jahr Schritt für Schritt ab. Im Jahre 2017, also 3 Jahre nach Beginn der westlichen Sanktionen gegen Russland, waren diese Schulden komplett beglichen. Знаете, фокус заключается в том, что нам не нужно помогать. Мы не инвалиды. Вот надо реально, надо помогать бедным, надо помогать людям с ограниченными возможностями, надо помогать пенсионерам, нужно помогать развивающимся странам. Aber Russland hat sich auch verpflichtet, die Schulden gegenüber den USA für die materiellen Hilfslieferungen während des großen Vaterländischen Krieges zu bezahlen. Auch hier wurden die ehemaligen Sowjetrepubliken, die ebenfalls Nutznießer dieser Hilfslieferungen waren, von den Schulden über Nacht freigestellt. Zu Preisen bis 1945 hatten sich eine Schuldensumme von 11,3 Milliarden US-Dollar angesammelt. Im Jahre 2006 hatte Russland seine Schulden gegenüber den USA beglichen. Рубля 84 копейки. Пожалуйста. Получите сдачу. Ich erwähne diese Nebensächlichkeiten, diese Selbstverständlichkeiten, nur deshalb, weil immer wieder, insbesondere durch deutsche Politiker, an der Zuverlässigkeit Russlands gezweifelt wird. Immer wieder wird an der Lieferfähigkeit und dem Lieferwillen von Energieträgern, sprich Öl und Gas, durch Russland gezweifelt.
Die Praxis zeigt, dass Russland seine Verpflichtungen erfüllt. Nur die deutschen Medien erfüllen ihren Auftrag zur wahrheitsgemäßen und umfänglichen Berichterstattung nicht. Man verschweigt gerne die positiven Momente im russischen und internationalen Alltag. Neben Geld- und Wertpapierreserven verfügt Russland auch über Goldreserven, die ebenfalls von Jahr zu Jahr wachsen. Schauen wir auf das Schlüsseljahr 2014, den Beginn der Sanktionen der westlichen Industrienationen gegen Russland, so bemerken wir nicht etwa ein Zusammenschmelzen der Goldreserven, sondern umgekehrt einen erheblichen Zuwachs der stabilsten Währung der Welt. Mit seinen Goldreserven belegt Russland weltweit allerdings nur Platz 6. Man kann wohl davon ausgehen, dass dieser Platz Russland nicht befriedigt. Zumal der Abstand zu Frankreich und Italien, die Platz 4 und 5 besetzen, nur 150 Tonnen beträgt. An sich wäre dies zum Thema der Finanzstabilität Russlands schon alles, was zu berichten wäre. Nebenbei sei aber doch noch erwähnt, dass der russische Premierminister Mischustin während der Mai-Feiertage angewiesen hat, den Reservefonds der russischen Regierung auf 121 Milliarden Rubel aufzustocken. Rund 1,5 Milliarden Euro. Das ist, wenn Sie so wollen, die berühmte Portokasse, in die man reingreift, wenn mal schnell etwas zu bezahlen ist. Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass auch der russische Präsident über eine derartige Portokasse verfügt. Über deren Höhe wurde allerdings während der Siegesfeier nichts berichtet. Und es gab noch eine Meldung, die man als Licht- und Schattenmeldung bezeichnen könnte. So erfuhr der Leser russischer Medien, dass die russische Zentralbank das Jahr 2019 mit Verlust abgeschlossen hat. Die Bilanz zeigte 182,6 Milliarden Rubel, also rund 2 Milliarden Euro, Verlust an. Aus welchen Gründen es zu dieser Negativbilanz kam, konnte man den Meldungen nicht entnehmen. Aber es wurde mitgeteilt, dass die Zentralbank im Jahre 2020, ein Jahr später, wesentlich besser dasteht als noch im Jahre 2019. Denn die Bilanz zeigte nur noch ein Negativsaldo von 61,5 Millionen Rubel, also etwas weniger als 1 Milliarde Euro. Insgesamt steht Russland somit auf sehr soliden Füßen und kann es sich wirklich leisten, mal 10 Tage zusätzlich bezahlten Urlaub zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.